weint der arme Kleine. Tut mir schon so ein bisschen leid. Dankeschön. Dann haben wir diese Eichel noch. Dann sind wir bei 3. So, wir gehen wieder hoch. Jetzt müssen wir als Kazooie einmal hier runter. Vier. Nee, hier gehe ich lieber als Banjo hoch. Ist mir zu unsicher. Und da kommen wir sogar rein. Dum, 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 dum. So, gucken wir mal. Auch hier muss irgendwo eine Eichel sein. Ganz unten. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 5 von 6. Napnap, wir haben es fast geschafft. Freu dich schon mal drauf. Geht gleich los. Gehen erstmal noch hier rein. Ich höre schon wieder eine Raupe. Wir haben jetzt erst 7. Es fehlen noch ein paar. Verdammt. Okay, gleich nochmal. Einmal von hier aus. Da hoch. Und dann hier hoch. Hallo? Jetzt. 6 Eicheln haben wir. Die Eicheln, die Napnap braucht. 3, 4, 5, 6. Super, so komme ich gut über den Winter. Nimm das hier. Wir sehen uns im Frühling. So, da ist der gute Napnap verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, was er mit den Eicheln macht. Ich hoffe, er frisst sie nicht gleich wieder auf. Alles gut? Ja, er freut sich. Freut mich auch. Das ist wunderbar. So, geschafft. Und hier ist der Winterschalter. Endlich die letzte Jahreszeit, die noch auf uns wartet. Unser Problem ist jetzt eigentlich nur, dass wir noch nicht genügend Raupen für Irie haben. Der wird nicht gesättigt von mir. Wir haben jetzt 8 von 10. Hätte ich mal unten erst geguckt, verdammt. Jetzt weiß ich, warum ich erst den Außenbereich fertig gemacht habe. In den vorherigen Teilen, die ich immer gespielt habe hier. Hier ist auch noch ein Würmchen. Und ein weiterer Token. Dankeschön. Und tschüss. Hier ist kein Würmchen unterwegs, aber diese ganzen Dinger hier gehen mir tierisch auf den Senkel. Ist hier sonst noch irgendwas Schönes? Ein Extra-Leben. Und wieder an der Stelle, wo es schon mal war. Ja. Und das war's. Auch hier sind wir wieder umsonst gewesen. Vielleicht finden wir im Winter wieder etwas Besonderes an dieser Stelle. Gut, dann können wir jetzt erstmal runter. Uns fehlt noch ein Würmchen. Oh, verdammt. Was? Wo kommt ihr denn schon wieder her? Achso, hier war ich noch nicht, ne? Gut, aber vielleicht finden wir hier in der Nähe ein Würmchen, dann können wir gleich wieder hoch und können es Irie bringen. Da, wusste ich doch. Dankeschön. Da haben wir noch einen Token. Gott. Okay. Jetzt gehen wir nochmal hoch zu Irie. Dann machen wir den Rest unten fertig. Du musst auch sterben. Und hier haben wir den Bienenstock. Mit einem weiteren Würmchen. Jetzt haben wir zu viele Würmer.
Ja, besser zu viele als zu wenig. Hallo, Zubas. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Bär, wir sind alle ausgeflogen. Schade eigentlich. Immerhin sind wir jetzt bei 59 Noten. Sehr viele sind noch unten vertreten am Baum. Am Baumstamm. Die restlichen werden wir uns auch noch holen. Aber vorher will ich hoch zu Irie. Und den Rest fertig machen. Sprich ihm die Raupen geben. So, und hier sind wir schon gewesen. Aber jetzt ist es nicht mehr weit. Bald haben wir es geschafft. Irie, wir kommen. Du wirst gesättigt. Freu dich drauf. Ach, ich freue mich. Ich bin so stolz auf mein kleines Baby. Komm her, bitteschön. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9 und Nummer 10. Danke, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Ja, schlaf mal. Schlaf mal eine Runde. So, Juti, das wäre alles geschafft. Wir können jetzt unten noch alles abhandeln. Oben sind wir soweit durch. Wir gehen jetzt mal rückwärts runter. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Ist keiner. Aber hier haben wir noch die Noten, die holen wir uns erstmal. Und noch eine Raupe, die wir nicht mehr brauchen, aber jetzt haben wir nochmal 3 extra. So ist gut. Wir laufen erstmal komplett um den Baum rum, bevor wir irgendwo anders hingehen. Hier ist nichts, okay. Jetzt kann ich doch nicht mehr irgendwo anders hingehen. So, wieder 3 weitere Noten. Jetzt sind wir bei 67. Moin, Gobi. Du wirst mich so hassen. Tada! Und wir haben ein weiteres Puzzlestück. Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lavawelt. Dort werdet ihr mich nie finden. Und jetzt fragen sich die meisten Banjo-Kazooie-Spieler, oder fragten sich, das war ja lange her, was für eine Lava-Welt? Hier gibt es doch gar keine Lava-Welt. Ja, das war eine Anspielung auf Banjo-Tooie, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie weit die Producer und die Leute waren, die das Ganze hier entwickelt haben, in den Gedanken mit Banjo-Tooie. Aber da kommt noch einiges auf uns zu. Die haben natürlich versucht, das, was die Leute hier gesagt haben, auch wirklich umzusetzen, was nicht immer einfach war. Trotzdem haben sie es geschafft. 74 Noten. Wunderbar. 75. Einen Bienenstock, keine weiteren Noten. Okay. Da unten finde ich jetzt auch nichts mehr. Gut. Holen wir uns noch diese Noten. ...77, 78. Perfekt. Hier waren wir schon. Da drüben liegt bloß eine Honigwabe rum. Guti. Dann haben wir jetzt im Prinzip nur noch Mumbos Schädel. Und Gnorti. Den grantigen kleinen Biber. Moin, Gnorti. Oh, da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Das ist wohl wahr. 3 Monate am Stück. Dankeschön, Gnorti. Freut mich sehr. Immerhin einer, der sich gebührend bedankt. Lieb von dir.
Genießt die Jahreszeit, wir sehen uns wieder im Winter. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt nur noch eine Sache, nämlich Mumbo selber. Dann sind wir hier auch mit dem Herbst soweit durch. Dann ist nur noch der Winter übrig. Und natürlich müssen wir nochmal in den Frühling zurück, aber das ist nicht so schlimm. Ach so, und wir müssen die Blume ja noch besteigen. Oh Gott, die darf ich nicht vergessen. Im Winter haben wir nämlich keine Chance mehr dazu, deswegen gehen wir jetzt schon mal hoch. Da ist die Blume. Gehen wir vom Bienenstock aus hoch. Kein Wunder, dass die hier direkt den Bienenstock mit hingebaut haben. Wenn die Blume sowieso hier vorne ist. Dankeschön. Düdüm, düdüm, bum. 7 Puzzleteile haben wir. Es fehlen nur noch 3. Einer für die Jinjos und 2 für zwischendurch. Einer wahrscheinlich auch für Irie. Und irgendwas muss es im Winter ja noch geben, dass wir dafür ebenfalls noch ein Puzzlestück bekommen. Bin ich gespannt. Ach, die Dinger brauche ich doch gar nicht. So, moin, Mumbo. Du hast hier eine Raupe. Oh, Mumbo machen viel Arbeit mit Blättern auf Boden. Heute nichts sauber. Ja, das ist nun mal so, wenn man an einem Baum bzw. in einem Wald lebt, ne? Da muss man mal mit Blättern rechnen, die irgendwie runterfallen. So, wir haben jetzt 84 Noten, meine Lieben. 84 wunderbare Noten. Mein lieber Mumbo, wir sehen uns auch wieder im Winter. Auf geht's. Ob wir ihn wirklich sehen? Das müssen wir noch gucken. Da leidet dieses arme Tier. Wäre ja doch ein Fakir. Ja, wegen Nadeln und Dornen und so. Mhm. Juti! Nur noch der Winter steht vor der Tür und dann haben wir es geschafft. Auf geht's. Wir sind auch fast wieder voll von den Honigwaben her. Völlig in Ordnung. Haben aber, glaube ich, bisher noch gar keine leere Honigwabe gefunden. Äußerst ungewöhnlich, aber okay. So, hier haben wir wieder die Eisklötzchen. Die sich, ups, verkleinern. Autsch. Oh Gott. Geht kaputt und gebt mir die Honigwaben. Ich will voll in den Winter gehen. Wir gehen voll in den Winter hinein. Moin moin, meine Lieben. Wir sind jetzt im Winter. Die Venusfliegenfallen gibt es nicht mehr. Sie sind tot und dementsprechend können wir alles nutzen, was die hier in der Gegend haben liegen lassen. Die sind jetzt auch schön warm eingekleidet, haben ihre Handschüchchen an. Wir haben wieder Schneemänner, die mit Schneebällen auf uns werfen. Und es gibt sogar eine Flugplatte. Wir können sogar Mumbo-Schädel jetzt besuchen im Winter, ohne dass es irgendwelche Probleme mit irgendwelchen komischen Ranken gibt. Gott sei Dank. Ich höre schon einen Jinjo. Moin Jinjo, du bist der Letzte, der uns noch im Bunde fehlt. Und dann bist du der allerletzte Jinjo, den es im ganzen Spiel gibt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir das schon wieder geschafft haben. Spielerbild freigeschaltet. Wer gewinnen Bild zum Spielerprofil. Aufpolieren, super. Juhu. Moin. Mumbo ist im Urlaub. Komm im Frühling wieder. Okay, ich werde dich auch in Ruhe lassen, ich werde dich nicht töten. Hier sind nur rote Federn. Theoretisch hätte ich die liegen lassen müssen. Aber mehr gibt's ja auch nicht, so wie es aussieht. Schade. Keine leere Honigwabe. Ich hätte schwören können, er hat eine leere Honigwabe in seinem Schädel. Aber vielleicht habe ich das mit Banjo-Tooie verwechselt? Hm, unter Umständen. So, der ist schon mal weg. Oh, die Blume ist kaputt, die wir so schön rangezüchtet haben, wofür Gobi das ganze Wasser geopfert hat.
Freiwillig natürlich. So, der zweite ist down. Ich will hier keine Schneemänner mehr sehen. Ich hasse diese Viecher. Ja, du mich auch. So ist gut. Okay, ich glaube, den haben wir alle. Jetzt ist nur noch der eine Schneemann hier oben übrig. Der tatsächlich Grundhildas Schalter bewacht. Du mich auch, Freundchen. So, wir fliegen einmal rum. Was wir machen könnten, ist schon mal nach oben zu fliegen. Dann haben wir das hinter uns. Dann brauchen wir bloß noch runter zu laufen. Ist ja wesentlich angenehm. Ach, da ist auch noch einer. Ihr ollen Schneemänner. Autsch. Das war aber eine sehr böse Landung. Mal ganz ehrlich. Wieso rutsche ich hier runter? Oh, das war richtig böse.